Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In der nächsten Woche gibt es mal wieder einen Cup, wo wir einen kostenlosen Skin, ein kostenloses Backpack und ein kostenloses Emote freischalten können. Dazu werde ich euch in diesem Video alle Informationen zeigen und wenn natürlich in Zukunft auch keine weiteren solche Videos hier mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt und schaut natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei und lasst auch natürlich ein Follow da. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Der Skin, um den das Ganze geht, ist der neue Lachlan-Skin. Lachlan ist ja irgendein YouTuber, ein relativ großer YouTuber, sollten, denke ich mal, die meisten auch kennen. Und der wird demnächst seinen eigenen Fortnite-Skin bekommen. Und wir können eben halt mit diesem Cup das Ganze schon früher freischalten. Wahrscheinlich wird das Skin an sich eben halt erst in 2 Wochen released werden. Der Cup findet jetzt schon am nächsten Samstag statt, was gleichzeitig auch eine sehr, sehr blöde Zeit ist, denn gleichzeitig findet tatsächlich DreamHack statt. Die ist ja von 14 bis 17 Uhr das erste Heat. Und dann von 18 bis 21 Uhr ist dann ja das zweite Heat. Und der Cup findet eben halt genau dazwischen statt, und zwar von 16 bis 18 Uhr. Das Ganze ist ein Trio-Cup. Bisher ist der Skin tatsächlich noch nicht geleakt, den werden wir dann auch erst sehen können, wenn der Cup letztendlich stattfindet. Das heißt, am nächsten Samstag wird den Lachlan in seinem eigenen Stream präsentieren. Allerdings hat man hier schon mal sozusagen den Umriss des Skins und man kann sich natürlich Lachlan im Real Life anschauen und ich denke mal, der wird im Prinzip nur so ein bisschen cartooniger aussehen, also sollte er relativ ähnlich aussehen. Natürlich dazu ein Backpack, was wahrscheinlich irgendwie zu ihm passt und ein Emote. Und das Besondere bei diesem Cup ist tatsächlich, dass das eine Pickaxe-Cup ist. Das heißt, man hat nur die Chance zu pickaxen. Man kann tanzen und diese Dosen benutzen, die man eben halt angeln kann. Ansonsten gibt es nur noch Shockwaves. Ich glaube, Decoy Nades gibt es, aber eben halt nichts weiteres mehr, um Damage zu machen. Und man kann eben halt auch keine weiteren Heal-Items erfinden. Das heißt, man kann nicht wischen, man kann keine Minis finden und so weiter. Hat dadurch natürlich immer nur 100 HP wahrscheinlich und kann eben halt nur durch Tanzen Leben wiederbekommen. Wahrscheinlich wird es allerdings nicht schnell gehen, dass man eben halt Leben wiederbekommt. Aber falls man in den Zone geraten sollte, der dann auch etwas schneller ist als im normalen Game, dann bekommt man davon auf jeden Fall vom Tanzen wieder den Heal. Ansonsten kann man natürlich wie in allen anderen Tournament-Modis auch natürlich Siphon bekommen. Das heißt, man kann eben halt Leben von den Gegnern ganz einfach bekommen, um sich logischerweise natürlich genauso gut healen zu können. Da die Runden durch die schnellere Zone natürlich schneller vorbeigehen werden, geht das Ganze auch nur über 2 Stunden. Wir haben aber trotzdem 10 Runden zu spielen, wo wir immer die Möglichkeit haben, so hoch zu scoren wie nur möglich. Das Scoring-System sieht so aus, dass man 70 Punkte für den epischen Sieg bekommt und eben halt nur 3 Punkte pro Eliminierung. Das heißt, das Ganze ist relativ stark auf dem Sieg basiert, beziehungsweise generell auf den Placement-Punkten basiert und relativ wenig nur auf den Kills. Zusätzlich ist es natürlich nicht ganz so leicht, nur mit einer Pickaxe Gegner zu killen und das hat natürlich auch mehr mit RNG zu tun als mit einem wirklichen Skill, da man jetzt bei Pickaxe nicht wirklich irgendwie Aim braucht. Und es ist auch so, dass man, glaube ich, nur insgesamt 30 Mets carryen kann. Das heißt, man kann nur 10 Wood, 10 Brick und 10 Metal carryen. Und ansonsten hat man gar nichts weiteres mehr. Dadurch gibt es natürlich keine Buildsfights, logischerweise. Und das Ganze wird auf jeden Fall ziemlich lustig wahrscheinlich werden, wenn man das Ganze zockt. Und ich bin auf jeden Fall schon gespannt darauf. Die Top 1100 bekommt dann auch tatsächlich alle Items. Das heißt, das Outfit, das Rückenaccessoire und die Pickaxe. Sowie natürlich auch das Emote dann im Game und ihr bekommt immer nichts weiteres, wenn ihr an Platz 1 oder so werden solltet. Also es ist egal, ob ihr 1100 werdet oder eben halt Erster werdet. Das ist völlig egal und das sind auch schon soweit alle Informationen zu diesem Cup. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Wenn es sein sollte, lasst gerne eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Video. Ciao.